alle herzlich zu begrüßen, alle Anwesenden und insbesondere eben halt Christina Höppner, die uns jetzt aus Neuseeland zugeschaltet ist. Christina leitet dort bei der Firma Catalyst IT das Projekt Mahara und ist deswegen mit den Neuerungen in dem, der jetzt gerade frisch erschienenen Version 22.04 natürlich allerbestens vertraut und sie wird uns also jetzt gleich zeigen, was wir von der neuen Version erwarten dürfen an neuen Features. Ich freue mich, das jetzt zu hören. Ich denke mal, wir werden es so machen, dass Fragen in diesem kleinen Kreis jederzeit auch per Ton gestellt werden können, oder? Christina, wie siehst du das? Brauche ich den Chat. Also ich meine, ich gucke auch in den Chat, wenn also jemand was im Chat schreibt, das sehe ich auch. Aber ansonsten dürfen sich alle gerne selbst auch einschalten, wenn eine Nachfrage ist. Und ja, damit übergebe ich an dich, Christina. Die Bühne ist frei für dich. Vielen Dank, Norman. Recht herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich hier bei euch jetzt die Veranstaltung mitmachen kann. Recht herzlichen Dank auch an Ralf, der auch mit bei der Organisation beteiligt war. Und natürlich danke ich euch allen, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Und wie Norman schon gesagt hat, könnt ihr gerne im Chat schreiben. Ich versuche auch ein bisschen das Auge mit darauf zu halten oder eben auch das Mikrofon nehmen. Und ihr könnt mich gerne unterbrechen. Das passt. Was ich auch machen werde, ist, dass ich die Veranstaltung aufzeichne und dann, wenn das mit allen okay ist, auch in YouTube mit hochlade, dass auch andere, die jetzt heute Abend vielleicht nicht dabei sein konnten, das auch mithören können und mitzuschauen können. Es gibt natürlich schon die englischen Versionen von dieser Vorstellung der neuen Features, aber auf Deutsch jetzt noch nicht. Was ich aber nicht mit aufnehmen werde, ist jetzt alles, was im Chat erscheint oder eure Namen, sondern halt nur, was ihr jetzt auch im Screenshare seht. Nur wenn jetzt jemand spricht, wird der Ton mit aufgenommen. Okay. So viel jetzt erstmal zu einer ganz kleinen Einführung, weshalb wir uns heute getroffen haben. Ende April hatte das Mahara-Team von Catalyst die neuen Features oder Mahara 22.04 herausgebracht, unsere neueste Version. Wer jetzt vielleicht noch nicht so ganz weiß, was die Zahlen bedeuten, die 22 steht für das Jahr, in dem Mahara diese Version von Mahara herausgekommen ist, also Mahara 2022 und dann die 04 steht für den Monat, in dem die Version rausgekommen ist, für April. Und in unserem Mahara Universe bringen wir jedes Jahr zwei Versionen raus, eine im April und eine dann im Oktober, also dieses Jahr 2204 und dann 2210. Und jede Version ist für insgesamt 18 Monate unterstützt. Wer jetzt länger mit auf seiner Version von Mahara bleiben möchte, kann dann auch den Extended Security Support als Premium Feature mit anfragen, sodass dann auch für nicht unterstützte Versionen bis zu einer bestimmten Version zurück, dann auch Sicherheitsupdates mitgemacht werden. Wenn wir eine Version von Mahara herausbringen, ist das jetzt nicht nur Arbeit, die von uns bei Catalyst geleistet wird, sondern da sind oftmals auch sehr viele andere Organisationen mit beteiligt. Und beteiligen heißt jetzt, dass sie entweder selbst Code mit beitragen oder auch Übersetzungen insbesondere. Und die ganzen Übersetzer, die sind jetzt gar nicht mit auf diese Slide benannt. Ihr könnt aber gerne in den Release Notes für 22.04 nachschauen und gucken, wer da sehr fleißig mitgemacht hat und auch insbesondere im Deutschen dann versucht, das Sprachpaket aktuell zu haben. Und da geht ein ganz, ganz großer Dank auch an Ralf, der die meiste Arbeit dazu leistet. Hier jetzt sind die Organisationen aufgelistet, die auch eben Codebeiträge mit in Mahara 22.04 haben. Und das kann alles sein von kleinen Bugfixes bis hin zu größeren neuen Funktionalitäten bis hin zu ganz großen neuen Funktionalitäten. Und von denen werde ich heute ein paar vorstellen in dieser Session, damit ihr sehen könnt,
was eben möglich ist, auch über Mahara, was Neues hinzugekommen ist, weshalb ihr vielleicht auch ein Upgrade machen wollt. Und wir freuen uns ganz sehr, dass eben dieses Jahr auch wieder viele Organisationen von unterschiedlichen Kontinenten mitgemacht haben. Der Fokus für Mahara 2204 belag darauf, dass wir die Suchfunktionalität auf den neuesten Stand von Elasticsearch gebracht haben und dann auch mehr an der Unterstützung von Lernenden gearbeitet haben. Und das kann, das ist unterschiedlicher Natur, nämlich zum einen ist es, dass die Lernunterstützung von der Administrationsseite vereinfacht wird, zum anderen aber auch, was jetzt direkt im Portfolio gesehen wird. Also in jeder Version von Mahara schauen wir, dass wir Funktionalitäten anbieten, die jetzt direkt die Lernenden betreffen, wenn sie jetzt ihr Portfolio erstellen, dass sie damit besser arbeiten können. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Lehrende und Administratoren sehr wichtig, um auch da jetzt gute Tools an der Hand zu haben, um die Administration auch zu vereinfachen oder das Anlegen zum Beispiel von Portfolio-Templates zu vereinfachen. Dann lasst mich jetzt gleich einsteigen in Neuerungen, die ich euch gern zeigen möchte. Und die erste dabei betrifft die Volltextsuche. Und da könnt ihr sagen, ja, Elasticsearch gab es ja schon für eine lange Weile in Mahara. Was ist da so Neues dran? Das Neue daran ist, dass es die Version 7 ist, auf die wir umgestiegen sind. Und jetzt bin ich doch in der falschen Seite drin. Da werde ich mal schnell noch umsteigen. Und das heißt, dass normalerweise man denken könnte, dass es ja einfach nur ein Upgrade ist, was gemacht wurde. Aber in dem Fall war es doch eher so, dass das ein ganz neues Umschreiben des Elasticsearch Codes war und deswegen doch eher als eine Neuerung mit gilt. Die große Veränderung ist eben, dass jetzt Elasticsearch, also eine neuere Version von Elasticsearch, verwendet werden kann. Die Suche an sich funktioniert noch genauso wie vorher, denn was wir geschaut haben, ist, dass wir die Features, die wir von Elasticsearch 5 oder 6 kennen, dass wir sie auch in Elasticsearch 7 haben. Und jetzt erstmal keine weiteren neuen Features hinzugefügt haben, sondern da erstmal geguckt haben, dass wir alles fertig bekommen für die momentanen Features. Aber ein paar Veränderungen sind doch mit reingekommen, insbesondere auf administrative Ebene, sodass man die Suchfunktionalitäten und die Konfiguration etwas komfortabler machen kann und auch sehen kann, wo jetzt vielleicht weshalb ein paar Dinge nicht funktionieren. Und da wäre das Erste, dass man da eben den Status des Plugins besser sehen kann. Vorher war das alles in einer Zeile. Wie ihr das jetzt hier seht, was auch mit für Elasticsearch 5 gehen könnte, dass man einfach nur ein bisschen weiß, was da ist. Jetzt aber mehr Informationen. Die Cluster-Konfiguration, die ist auch in einem Teil mit drin. Und was wir auch mit hinzugefügt haben, ist, dass man jetzt ganz einfach auch individuelle Teile des Indexes ganz einfach nochmal indexieren lassen kann. Was jetzt bei so einer kleinen Seite hier wie dieser, die wir gerade neu aufgesetzt haben, kein Problem ist, wenn man da alle Indexe zurücksetzen will. Jedoch, wenn man eine ältere Seite oder eine große Seite hat, wo da Millionen von Einträgen sind, dann kann das schon mal mehrere Stunden dauern, weshalb es dann doch einfacher ist, das per Typ zu machen, sodass man schneller dann die neuen Resultate sehen kann und auch gucken kann, ob jetzt eine Veränderung, die man vielleicht gemacht hat, mit eingetragen ist.
eine zweite große Änderung, die wir gemacht haben. Und da muss ich mich jetzt entschuldigen, denn durch den zeitigen Anfang habe ich jetzt ganz vergessen, mich in zwei Seiten einzuloggen. Wir kommen da aber ganz schnell rein. Dass wir jetzt auch erlauben, dass Portfolios direkt an eine Plagiatsoftware geschickt werden können über Moodle. Das war ein Feature, das ist sehr lange angefragt worden war von verschiedensten Organisationen, die mit Machada arbeiten. Und Dublin City University hat uns da gesponsert, dass wir die Einbindung über Moodle an Our Original machen. Our Original war früher Urkund. Und es funktioniert so, dass man sein Portfolio über das Machada Assignment Submission Plugin, was mit LTI und Web Services funktioniert, an Moodle schickt. Und Moodle fragt dann bei Machada an, okay, die Aktivität ist jetzt oder die in was jetzt Studierende hochladen, in dieser Aktivität muss an Our Original gesendet werden. Also Machada, schicke mir eine Exportdatei, die jetzt nur die Dateien und Inhalte beinhaltet, die Our Original auch verarbeiten kann. Das heißt also, dass wir den sogenannten HTML-Lite-Export erstellt haben, wo jetzt alles rausgenommen wird, was Our Original nicht braucht. Das heißt also insbesondere Bilder, Audiodateien und Videodateien. Denn damit kann die Plagiatsoftware nichts anfangen, was natürlich auch dazu führt, dass der Export viel, viel kleiner wird, insbesondere wenn man sehr viele Videos drin hat, die dann nicht unnötigerweise halt zwischen Machada und Moodle hin und her geschickt werden müssen und dann an Our Original weiter und Our Original sagt, okay, nee, die werden gar nicht an Our Original geschickt, denn das Our Original Plugin in Moodle würde die Sachen dann herausstrippen und dann weiterschicken. Also machen wir das gleich so, dass wir die Dinge gar nicht mitschicken. Wenn jetzt also ein Lernender, eine Lernende ihr Portfolio an Moodle geschickt hat, was hier die Paula gemacht hat, dann nach dem Cronjob wird das bei Machada angefragt, dann die Exportdatei nach Moodle geschickt und Moodle schickt es dann weiter an Our Original und dann wird das alles bei Our Original verarbeitet, sodass dann der Prozentsatz für was jetzt Our Original denkt, könnte Plagiat sein oder ist sehr ähnlich wie in anderen Ressourcen, wird dann angezeigt, sodass dann Lehrende ganz einfach die Analyse sehen können. In dem Falle hier ist mein Prozentsatz sehr hoch, weil ich dann doch was von der Website einfach kopiert habe. Also, was dann eben Our Original macht, highlightet dann die Dinge, die ein bisschen unterschiedlich sind. Und hier wurde eben nur gesehen, dass da auf der originalen Webseite noch ein extra Absatz ist, aber ansonsten ist alles gleich. Und das ist dann ganz normale Our Original Funktionalität, die jetzt nichts wirklich mit Machada zu tun hat, was aber halt einfach gemacht wird, alles, was jetzt visuell ist oder auch halt nicht verarbeitet werden kann, wird ganz einfach herausgelassen. Jetzt wieder zurück zu Machada. Gerade wenn jetzt jemand eine größere
Instanz von Maharahate, sei das über mehrere Institutionen oder auch innerhalb einer Institution, einer großen Schule oder einer Universität, kann es durchaus sein, dass dann doch die Rollen, die ein Administrator in Maharahate hat, zu groß sind für jemanden, der jetzt den Helpdesk Support, die erste Anfragestelle von Studierenden hat. Denn wenn jetzt jemand eine Institutionsadministratoren Rechte hat, kann man ja alles, was in der in dem Menü für die Administratoren angegeben ist, ändern. Daher eben auch Institutionsportfolios erstellen, Einstellungen in der Institution ändern und dergleichen. Und das ist manchmal vielleicht nicht wirklich so gewünscht, einfach um auch einen besseren Überblick zu haben, wer das jetzt machen kann. Weshalb wir jetzt eine neue Rolle eingeführt haben, die es uns ermöglicht, da die Institutions-Support-Administratoren-Rolle zu vergeben. Wenn ich mich jetzt also als Percy anmelde, dann dann sehe ich nur die Personensuche und auch Berichte, wenn das erlaubt ist. Und habe jetzt alle Mitglieder in meiner Institution, die ich verwalten darf, mit einem Link versehen. Das sind jetzt also alle normalen Institutionsmitglieder und auch Staff. Aber James hier ist nicht, hat keinen Link, weil er ein normaler Institutionsadministrator ist. Und da das eine Stufe höher ist von meinen Berechtigungen, kann ich mich nicht als ihn einloggen. Jedoch kann ich mich bei Paula anmelden. Ich kann auch bestimmte Accounts-Einstellungen für sie verändern, sowohl die allgemeinen, auch jetzt welche für die Schule, kann aber halt keine Administratorenrechte oder Institutions-Support-Administratorenrechte geben und ich kann auch Paula nicht suspendieren oder den Account löschen. Also sehr eingeschränkt. Im Prinzip hat ein Institutions-Support-Administrator die Berechtigungen von einem Mitarbeiter plus das Maskerieren, das Einloggen als diese Person unterhalb der eigenen Berechtigungen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne jederzeit stellen. Jetzt kommen wir zu ein paar Features, die sich mit Verbesserungen im Portfoliobereich selber befassen, denn bisher war ja alles eher administrativ oder halt für eine größere Organisation. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe und da eine Sammlung drin ist, kann ich in diese Sammlung jetzt auch den Portfolioabschluss mit anfügen. Das ist also diese Ansicht, die mir erlaubt zu sehen, wenn jetzt eine Abnahme gemacht wurde von dem Portfolioautoren und auch eine Verifizierung gemacht wurde. Vorher war es notwendig, dass das Portfolio von der Gruppe in den eigenen Account kopiert wurde und diese Seite musste dann eben in den Sammlungseinstellungen mit eingerichtet werden. In 2204 ist es aber so, dass das alles direkt von der Gruppe aus gemacht werden kann. Des Weiteren kann ich jetzt, wenn ich eine Ansicht habe und eben mit der Abnahme- und Verifizierungsfunktionalität arbeite, kann ich die Einstellungen ändern
und auch in den erweiterten Seitenansichten zum Beispiel sagen, dass es ein Template ist, also eine Vorlage, was es dann ermöglicht, dass die Leute, die eine Kopie von dieser Ansicht bekommen, diese zwei Knöpfe, also das Editieren und das Löschen von dem Blog, nicht machen können. Denn gewöhnlich ist der Blog ja da für Evaluationsgründe und deswegen haben wir gesagt, um jetzt Supportanfragen zu erniedrigen, dass dieser Blog nicht gelöscht werden und nicht verändert werden kann. Denn was wir bei einer Organisation sehr deutlich gesehen haben, war, dass dann manchmal doch Leute auf alle Knöpfe drücken, die da sind, dann Veränderungen machen und sich fragen, weshalb sie nicht auf 100% kommen, wenn sie doch ihr Portfolio komplettiert haben und dann einfach nicht sehen, dass es halt auch noch verifiziert werden muss, wenn das eigentlich nicht notwendig ist. Und deswegen, um diese ganzen Supportanfragen nicht zu haben, haben wir diese Änderung gemacht für ein Portfolio, was jetzt eher zur Evaluation kommt. Eine ganz unabhängige Veränderung, die aber wahrscheinlich auch ganz gut ist für viele, ist, wenn ihr jetzt einen Blog auf eine Ansicht zieht, ist es deutlicher zu sehen, wo dieser Block hingesetzt werden kann, weil jetzt der Hintergrund auch mehr hervorgehoben ist, nicht mehr weiß, sondern halt grau, damit das visuell auch einfacher ist. So, was ich dann gemacht hatte, in der Gruppe ist es ja möglich, dass halt das Portfolio mit der Gruppe geteilt wird. Des Weiteren kann das Kopieren erlaubt werden und dann kann auch eine Kopie für bestehende Gruppenmitglieder gemacht werden. Das ist jetzt Funktionalität, die es schon seit ein paar Jahren gibt. Und was da passiert ist, ist, dass alle Mitglieder in der Gruppe, die normale Mitglieder sind, also in dem Fall Teilnehmerinnen, dass diese das Portfolio sofort in ihren Account reinkopiert bekommen und das nicht selber kopieren müssen. Ihr könnt die Funktionalität auch, wenn jetzt ein neues Gruppenmitglied kommt, könnt ihr die wieder drüber laufen lassen, weil Mahara erkennt, wenn jetzt das Portfolio schon in einen Account kopiert worden war, sodass es dann halt nicht ständig kopiert wird. Wenn ich mich jetzt als eine Teilnehmerin anmelde, sehe ich, dass das Portfolio sofort unter meinen Portfolios ist. Muss dann nur noch ihre Sprache auch auf Deutsch einstellen. Sehe dann den Portfolioabschluss und meine drei Seiten hier. Ralf hat das Wort von Ansicht auf Seite geändert, sodass das auch einfacher ist mittlerweile. Dann komme ich halt auf die normale Seite, kann sie jetzt editieren. Sehe aber nicht das Editiersymbol und auch nicht den Löschenknopf von dem Blog. Das passiert allerdings nur, wenn diese Ansicht auch von einer Vorlage kopiert worden war. Wenn ihr jetzt eben nicht den Vorlagenknopf auf Ja stellt, dann kann der Blog weiter bearbeitet werden. Jedoch, wenn das eben auf einer Vorlage basiert, steht dann hier auch, was die Vorlage war. Und dann ist das direkt eine Kopie von der Vorlage. Nun, wenn ihr sagt, okay, das ist ganz gut, wenn jetzt aber die Evaluation vorbei ist und die Studierenden dann diese Ansicht weiter bearbeiten wollen oder verändern wollen, für was anderes übernehmen wollen, dann steht ja immer die Abnahme da. Das ist nicht unbedingt der Fall, denn wenn ihr eine Kopie von der Kopie macht, dann kann wieder alles bearbeitet werden, weil eine Kopie von einer Kopie dann nicht mehr auf das Originalportfolio zugreift und dann wieder alles ganz frei ist zur Bearbeitung. Okay, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar neuen Features, die jetzt in der Administration zu finden sind. Nämlich zum einen
Das Sprachpaket. Ich gehe dann doch mal lieber auf meine Instanz. Bisher war es notwendig, dass ihr Sprachpakete direkt von unserer Seite lengpex.mahada.org herunterladet und dann auf den Server hochladet. Alternativ viel komfortabler kann das auch über ein Cli-Skript gemacht werden, was dann direkt auf dem Server läuft und dann das Sprachpaket herunterlädt, unter Umständen auch ein Backup macht und das alles neu zur Verfügung stellt. Natürlich ist das ein ganz großer, kann das ein ganz großer Aufwand werden, denn wenn jemand wie Ralf, der aktiv die Übersetzung für die momentane Version macht oder auch Veränderungen macht, nachdem die Version, die er gerade benutzt, herausbringt, dann kommt ja meistens spätestens ein Tag, nachdem er die Veränderungen gemacht hat, das bei uns im Sprachpaket an und es müsste dann wieder runtergeladen werden, auf den Server hochgeladen werden und da ist dann immer so ein Serveradministrator mit im Mix. Was es jetzt in 22.04 gibt, ist, dass man Sprachpakete selbst hochladen kann auf Mahada und sie dann installieren lassen kann. Wenn ich jetzt also zum Beispiel Italienisch mit auf meiner Seite zur Verfügung stellen will, wähle ich das einfach von meiner Sprachliste aus und alle Sprachen, die in Mahada unterstützt werden, wo es eben Sprachpakete gibt, die sind mit aufgeführt. Und dann dauert es nur ein bisschen, bis das Sprachpaket heruntergeladen ist und installiert wurde. Des Weiteren kann ich auch Sprachpakete hier direkt updaten, also Änderungen sofort herunterladen. Das kann ich für einzelne Sprachen machen oder für mehrere. Im Moment wurde bei mir noch erkannt, dass ich erst vor kurzem das Sprachpaket heruntergeladen habe, weshalb das jetzt noch den Tick hat. Aber normalerweise können dann eben alle angeführt werden, Update gedrückt und dann alle Sprachpakete können wieder frisch vom Server heruntergezogen werden, was jetzt aber eben nicht ging, weil ich ja keine Sprache ausgewählt hatte. Guck mal dann doch mal auf einem anderen Server. Hier ist jetzt, war es schon etwas länger her, dass ich da das Tireo abgedatet hatte, kann es also auswählen, Update klicken und dann dauert es nur ein bisschen, bis die Veränderungen auch runtergeladen werden und ich dann das neue Sprachpaket zur Verfügung habe. Es wird immer noch ein Link zu der Originaldatei gegeben, im Falle, dass es doch mit nachgeguckt werden muss. Aber ansonsten ist das hier ganz komfortabel, selber vom Site-Administrator zu regeln. Des Kurze Weiteren, Frage, ja? Tina. Kannst du es vielleicht gerade sagen? Ich habe nicht nachgeguckt, aber gibt es auch Ukrainisch? Das ist ja im Moment gerade in Deutschland ein Sprachpaket, was vielleicht häufiger gebraucht wird für die. Gibt es, Ukrainisch ist jetzt zu. Ist allerdings zu 99,95% noch nicht übersetzt. Da waren Ah, jetzt okay. die letzten Änderungen sind vor 7 Jahren gemacht worden. Also da gibt es jetzt leider noch keine Neuerungen drin. Okay. Manche Organisationen verwenden Smart Evidence, was eine Möglichkeit ist, in Mahara mit Kompetenzrastern zu arbeiten. Und da war es zu Beginn möglich, eine JSON-Datei hochzuladen, also eine Datei, die einer bestimmten Struktur folgt,
die eingehalten werden muss, damit dann bei uns alles in die richtigen Plätze in der Datenbank gesetzt werden kann. Dann der zweite Schritt war, einen Editor einzuführen, wo dann existierende Kompetenzrahmen bearbeitet werden können oder kopiert werden können und dann ganz einfach weiter bearbeitet werden können, damit man nicht immer von Null anfangen muss und dann eben seine Standards einsetzen, seine Standardelemente und dergleichen. Was jetzt allerdings nicht möglich war, ist es, wenn man einen solchen solchen Kompetenzrahmen in Mahara angelegt hat, dass man den auch rausbekommen hat, um den dann jemand anderen zu schicken oder vielleicht auch ganz schnell eine andere Kopie mitzumachen, was jetzt auch dann weitergegeben werden kann, sodass eben bestimmte organisationstechnische Veränderungen nicht mitgegeben werden, aber ansonsten alles schon mit weitergereicht werden kann. Jetzt ist es möglich, jeden Framework, der auf einer Mahara-Seite drauf ist, herunterzuladen, zu speichern. Dann kann der eben weitergegeben werden, und auch wieder hochgeladen werden. Etwas komfortabler für die Administratoren und auch solche Kompetenzrahmen, die ja manchmal doch sehr komplex sein können, mit anderen zu teilen. Jetzt kommen wir noch zu zwei Features, die nicht so einfach sind zu zeigen, weshalb ich sie erklären werde. Und das erste ist eine ganz, ganz große Veränderung, die insbesondere Institutionen zugute kommt, die jetzt oder Installationen von Mahara zugute kommt, die jetzt sehr viele Institutionen haben, aber alle auf eine IDP zugreifen, also alle über ein Authentifizierungsportal gehen und dann eben in ihre unterschiedlichen Institutionen reingelegt werden. Was jetzt möglich ist, ist, dass die Leute, die jetzt, sagen wir mal, dass jetzt jemand, die in der Schule ist und dann aber den Job wechselt an eine andere Schule, sich weiterhin mit ihren normalen Authentifizierungsdaten einloggen kann, Mahara aber erkennt, dass die Affiliation mit einer anderen Schule ist, nicht mehr mit der vorherigen und dann automatisch das Konto umändert. Was auch passieren kann, je nach Konfiguration von der Mahara-Seite, ist eben, dass oder überhaupt Konfiguration von der IDP eher, dass jetzt, wenn jemand in zwei oder drei Institutionen ist, können die auch in diesen Institutionen bleiben und werden halt zu einer anderen hinzugefügt, wenn da weiterhin ein neues Affiliation dazugekommen ist. Wenn jetzt die E-Mail-Adressen da geändert werden, kommt das auch mit durch, wenn die Person sich das nächste Mal einloggt. Oder man wird aus einer Institution herausgenommen, wenn die Affiliation weggenommen wurde. Und das Letzte, was noch dazu kommt, ist, wenn jetzt Rollen auch in der IDP drin sind, die zu Mahara-Rollen gemappt werden können. Also, dass man sagt, wenn jetzt jemand halt die Rolle Lehrende hat, dass diese Rolle dann halt in Mahara Mitarbeiter ist, dann können diese Rollen mitkommen und dann hat diese Person in der jeweiligen Institution, wo diese Rolle ist, auch die richtigen Berechtigungen, ohne dass jetzt eine Administratorin selbst die Leute oder die Berechtigungen den Leuten geben muss. Wer an dieser Funktion, ja? Da habe ich wieder eine Frage dazu. Du hast das vorhin ja auch extra betont. Das geht nur, wenn man das von einer zentralen Instanz aus macht. Ne? Also dann muss es Da sozusagen macht auch es eine. eigentlich Sinn. Das heißt, das würde so, also bei uns zum Beispiel ist es so, dass an den Schulen selbst die Teilnehmer aufgenommen werden.
Das heißt, die Institutionsadministratoren haben das Recht, die Teilnehmer in das Mahara reinzuholen und aufzunehmen. Und in dem Fall würde das ja wahrscheinlich nicht gehen. Da müsste man ja dann schon irgendwo eine zentrale Aufnahmestelle haben, damit sowas funktioniert, oder? Nee, das geht, das ging schon vorher, dass wenn jetzt jemand eine eigene IDP pro Institution hat, dann kannst du ja auch sagen, welche Rolle jetzt jemand bekommen soll. Und wenn da eine E-Mail-Adresse drin steht und die geupdatet wird, dann wird die auch schon in Mahara geupdatet. Also das war schon bestehende Funktionalität. In dem Falle halt ist es nur so, wenn man wirklich diese große IDP hat, dass es vorher nicht möglich war, alle gesammelt zu haben, dass sich die Studierenden und Lehrenden immer mit dem gleichen Login anmelden, egal an welcher Institution sie sind, sie aber trotzdem in die richtige Institution mit reingenommen werden. Okay, also es Das ist so ist eine das Art Neue. lebenslanges Login. Da geht es darum, dass man so ein lebenslanges Login hat und Genau. sozusagen über seine beruflichen Wechsel hinweg immer mit der gleichen Adresse reinkommt. Aha, okay, ja, Genau, das, ja. okay, verstanden, Denn das danke. andere, die Rollenzuteilung, die hatten wir schon vorher. Also das kannst du nachgucken. Da brauchst du jetzt nicht so eine allumfassende IDP dafür. Jetzt kommen wir auch gleich zum letzten Feature, damit wir noch ein paar Minuten Zeit haben für andere Fragen oder Kommentare. Also könnt ihr euch schon mal überlegen, und das können Fragen sein, sowohl zu Mahara 2204 oder allgemeine Mahara-Fragen. Da machen wir jetzt keine Unterscheidung. Das letzte Feature ist auch wieder im Hinblick auf die Automatisierung, insbesondere eben an Institutionen, die ansonsten sehr viel Unterstützung zur Verfügung stellen müssten, dass jetzt Dateien mit Webservices hochgeladen werden können. Okay, wieder etwas technisch, lasst mich das erklären. Normalerweise, wenn jetzt eine Studierende eine Datei in ihrem Account haben möchte, dann muss sie diese Datei vom Telefon, vom Computer hochladen, damit die im Portfolio erscheint. Das ist der normale Prozess. Wohingegen jetzt, wenn eine Universität sagt zum Beispiel, wir erstellen digitale Zertifikate, Diploma, MA-Abschlüsse, Doktorabschlusszertifikate und möchten diese direkt an das Portfolio schicken, damit die Studierenden das also nicht bei uns erst herunterladen müssen, dann auf ihren Computer wieder nach Mahara hochladen müssen und vielleicht das irgendwann zwischendrin verloren geht. Denn wenn man jetzt genau auf das lebenslange Portfolio, was Norman gerade angesprochen hatte, zurückgeht, wäre es schon ganz gut, dann auch da alle notwendigen Dateien zu haben. Natürlich kann die Institution ja normalerweise aber nicht auf jeden Account der Lernenden zugreifen, insbesondere wenn jetzt die Institution nicht unbedingt sogar die Hand über das Mahara hat, also es eine multi-tenanted Mahara-Instanz ist, wo es viele Institutionen geben kann. Deswegen verwenden wir Web Services, also wir bauen dann so einen Tunnel zwischen dem Institutionswerkzeug und Mahara und erlauben der Institution darüber oder da drin dann Dateien zu verschieben in die Accounts von den Studierenden. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass jetzt auf der Universitätsplattform gibt es einen Button, da steht drauf, aufs Portfolio hochladen. Und die Datei muss noch nicht mal vorliegen. Also die kann dann erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Im Moment wollen wir das Einverständnis der Studierenden, dass Dateien von der Universität an ihren eigenen Account geschickt werden. Also wenn die Studierende dann den Knopf drückt, wird sie an das Portfolio weitergeleitet, wo sie sich einloggen muss, damit verifiziert werden kann, ja genau, dahin soll das Portfolio kommen und somit auch die Berechtigungen gegeben wird, dass die Datei oder mehrere Dateien irgendwann mal hochgeladen werden können.
Die Authentifizierung stellt außerdem sicher, dass die Studierende auch einen Account auf Mahara hat, dass jetzt nicht die Dateien halt in den Ether geschickt werden. So, wenn sie das gemacht hat, passiert erstmal gar nichts, denn die Datei wird wahrscheinlich noch nicht mal vorliegen. Was wir in Mahara aber speichern, ist dann eben eine neue Information, dass diese Studierende dann Dateien erhalten kann von dieser bestimmten Organisation. Also jetzt auch nicht von irgendjemandem. Wenn dann das Zertifikat vorliegt, wird das automatisch von der Universität in den Account von der Studierenden geschickt, in die Dateien hochgeladen und eine Benachrichtigung wird herausgeschickt. Und so kann das ganz einfach streamlined geschehen, ohne dass jetzt die Studierende selber mit darauf achten muss, dass ihr Zertifikat dann im Account landet. Das waren jetzt so die Neuerungen, die größeren Neuerungen, die ich euch vorstellen wollte. Wie gehabt, haben wir auch noch andere Dinge geändert, entweder Bugs gefixt oder noch weitere kleinere neue Features mit hinzugefügt. Die könnt ihr euch alle gern angucken. Das Mahara Manual, also das Handbuch, ist auch da gibt es auch ein Update. Leider jetzt erstmal nur auf Englisch. Ralf hat definitiv schon am Deutschen gearbeitet. Allerdings gibt es einen Fehler beim Exportieren von den Sprachdateien oder erstmal die Sprachdateien werden gar nicht erstellt auf Launchpad. Und unglücklicherweise hat bisher noch keiner bei Launchpad herausfinden können, woran das liegt, sodass wir da immer noch dabei sind, zu sehen, was gemacht werden kann, damit dann auch wieder das Handbuch in Deutsch mit geupdatet werden kann. Wenn ihr jetzt selber eure Mahara-Instanz pflegt, könnt ihr den neuesten Code gern herunterladen und installieren. Oder wenn ihr das nicht selber macht, euren Betreiber fragen, dass sie euch auf Mahara 2204 upgraden, damit ihr die neuesten Funktionalitäten auch zur Verfügung habt. Nun, bisher haben wir davon gesprochen, wie ihr Mahara konsumieren könnt. Aber natürlich gibt es auch die andere Richtung, dass ihr auch selber mitmachen könnt. Und mitmachen kann ganz, ganz verschieden aussehen. Zum einen halt in den Foren eure Fragen stellen. Vielleicht kann Ralf oder Norman auch den Link zur deutschen Community auf mahara.org mit posten. Da könnt ihr dann auch gern auf Deutsch reden. Gewöhnlich werden Entwickler bewickelt. Anfragen, die technischer Natur sind, eher in den Mahara-Foren der englischen Community bearbeitet, weil unsere Entwickler jetzt nicht so gut Deutsch können. Jedoch, wenn ihr das im deutschen Forum stellt, kann ich das dann auch gern mit ins Englische übernehmen und dann eine kurze englische Zusammenfassung machen. Des Weiteren könnt ihr auch gerne zum Beispiel an der Übersetzung von Mahara mitmachen. Da würde sich, denke ich, Ralf sehr drüber freuen, wenn da noch andere mitgucken, das Sprachpaket auf aktuellem Stand halten, da gerne mitmachen oder auch wenn ihr jetzt schon Bugs mit kundtut oder auch euch neue Features überlegt, die ihr vielleicht dann auch entweder selber entwickelt oder mitsponsert. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, an der Community mit teilzunehmen. Wenn ihr Fragen habt, die jetzt nicht öffentlich in den Foren, sei es in der deutschen Community oder in der englischen Community, wo wir kostenlosen Support geben, gehandhabt werden können, könnt ihr mich auch gerne über E-Mail erreichen. Und jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten Zeit für Fragen oder Kommentare, die ihr haben könnt.